Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute schauen wir uns den Boxplot an. Und ich habe mir überlegt, wir machen das Video hintereinander weg mit zwei Boxplots, sagt man, glaube ich. Auf jeden Fall machen wir erst die einfache Variante und dann gucken wir uns noch einen Sonderfall an. Und vom Ende vom Video, da kennt ihr alles. So, wir fangen vorne an. Damit wir das total gut nachvollziehen können, nehmen wir etwas, was ihr richtig gut kennt. Wir nehmen nämlich eine Klassenarbeit. So, da gab es Einsen, Zweien, Dreien, Vieren, Fünfen und Sechsen. Machen wir einen Strich drunter. So, und dann hatten wir 1, 2, 3 Einsen. Wir hatten 1, 2, 3, 4 Zweien. Was nehmen wir? 7 Dreien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Dann hatten wir bei den Vieren 1, 2, 3. Nehmen wir noch 2 Fünfen und eine 6. So ist die Arbeit ausgefallen und die Aufgabe ist jetzt, daraus sollen wir einen Boxplot erstellen. Und der Boxplot ist praktisch das Ende eines mehrschrittigen Vorgehens. Und das versuchen wir jetzt mal der Reihe nach aufzuarbeiten. So, erster Schritt. Wir erstellen eine Rangliste. Und ich komme jetzt mit mehreren solcher Vokabeln. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich habe zu jedem ein Video, wo ich das erkläre. Rangliste bedeutet erstmal, wir fangen mit dem kleinsten Wert an und wir schreiben alle Werte hintereinander auf. Also 1, dann trennen wir die Werte mit einem Semikolon ab. Dann noch eine 1, noch eine 1. Jetzt sind die Einsen fertig. Jetzt die Zweien. 2, 2, 2, 2. Wir benutzen das Semikolon, weil das Komma geht nicht. Es könnten ja Kommazahlen sein. Jetzt nicht in unserem Beispiel, aber deswegen nehmen wir das. Jetzt die Dreien. 3, 3, 3, 3, 3. Jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eine noch. Okay. Dann 4, 4, 4. 2, 5. Und eine 6. Jetzt haben wir alle aufgeschrieben und das nennen wir Rangliste. Von klein, den kleinsten Wert, den nennen wir Minimalwert und den größten Wert nennen wir Maximalwert. Damit ihr es mal gehört habt. Der Wert, der am häufigsten vorkommt, das ist in diesem Fall hier die 3, das nennen wir Modalwert. Ich habe dazu ein Video, nur mal so als Hinweis. So, das war die Rangliste. Zweiter Schritt, wir bestimmen den Zentralwert. Und der Zentralwert, das ist total einfach, der Zentralwert, das ist der Wert in der Mitte, wenn man eine ungerade Zahl von Werten hat. Wir haben jetzt hier, zählen wir es kurz, 3, 7, 14, 17, also wir haben 20 Werte. Das heißt, in der Mitte sind der Wert 10 und 11. Zählen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Also sind zwei Werte in der Mitte. Und wenn zwei Werte in der Mitte sind, dann rechnen wir die beiden zusammen und geteilt durch 2, also den Durchschnitt. Und das machen wir jetzt. Das ist also 3 plus 3 und das Ganze geteilt durch 2. Okay, dann ist der Zentralwert 3. Den wissen wir jetzt. Und nun teilen wir die Rangliste auf in zwei Teile. Und dafür ziehen wir genau in der Mitte einen Strich. So. Und das geht natürlich nur dann, wenn wir eine gerade Zahl von Werten haben. Im nächsten Beispiel, gleich hier nach, zeige ich euch, wie das bei den ungeraden Zahlen ist. Also hier ziehen wir den Strich in der Mitte und jetzt nennen wir das hier mit den kleinen Zahlen, das nennen wir unteres Quartil. Und das obere nennen wir obere Quartil. Ihr seht, ziemlich viele Vokabeln, aber dafür wird es gar nicht so schwierig. Jetzt im dritten Schritt brauchen wir wieder den Zentralwert. Aber dieses Mal den Zentralwert vom unteren Quartil. Ihr seht, ich kürze ab. Und aber das T schreiben wir trotzdem. Also Zentralwert, unteres Quartil. Und wir wissen jetzt ja, gerade eben waren es 20 Werte, dann sind es jetzt 10. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und in der Mitte sind dann wieder Wert 5 und 6. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt machen wir es genauso wie gerade eben. Wenn zwei Werte in der Mitte sind, dann rechnen wir 2 plus 2 geteilt durch 2. 2 plus 2 sind 4, durch 2 sind 2, also ist der Zentralwert vom unteren Quartil 2.
Jetzt machen wir den Zentralwert vom oberen Quartil. Zentralwert oberes Quartil. Und das sind ja auch 10 Werte, also sind wieder die Werte 5 und 6 in der Mitte. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6, das sind dann die beiden. Also wieder 4 plus 4 durch 2. 4 plus 4 sind 8 durch 2, also 4. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt können wir erst mit dem Boxplot anfangen. Übrigens, wenn das hier eine ungerade Zahl von Werten ist, dann ist es natürlich einfach der Wert in der Mitte. Ne? Wir haben das jetzt zweimal nicht gehabt, aber das werden wir gleich sehen. So, jetzt zeichnen wir den Boxplot. Dafür brauchen wir den Minimalwert, den Maximalwert und die drei Zentralwerte. Okay, ich wechsle kurz das Papier. So, als erstes zeichnen wir jetzt einen Strich. So, und da fange ich jetzt mal in meinem Beispiel mit der 0 an und dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das ist einfach nur ein Lineal. Jetzt geht's los. Der erste Schritt ist das Einzeichnen des Minimalwertes. Und den kleinsten Wert, den wir hatten, das war die 1. Jetzt ziehe ich hier einen Strich. Den größten Wert, den wir hatten, das war die 6. Also ziehe ich hier bei der 6 einen Strich. Okay, jetzt brauchen wir als nächstes den Zentralwert vom unteren Quartil. Okay, den hatten wir gerade ausgerechnet. Das ist eine 2. Den Strich mache ich hier. Dann brauchen wir den Zentralwert vom oberen Quartil. Das war die 4. Also hier. Okay, jetzt habe ich 4 Striche. Und jetzt mache ich aus den beiden mittleren ein Viereck. So sieht das Ganze aus. Okay, und die beiden äußeren, die verbinde ich jetzt in der Mitte und dann entsteht da so eine Antenne. Okay, so, und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt nehmt ihr einen roten Stift und den roten Stift braucht ihr, um eine rote Linie zu ziehen. Und das machen wir beim Zentralwert aller Daten, die gekommen sind. Und das war in unserem Beispiel die 3, die wir als erstes ausgerechnet hatten. Na? Und dann wird der Strich hier gezogen. So, und das ist jetzt die einfache Form des Boxplots. So funktioniert das. Also, ihr rechnet den Zentralwert aller Werte aus, dann den Zentralwert von der unteren Hälfte, wir nennen das untere Quartil, dann den Zentralwert von der oberen Hälfte und dann zeichnet ihr Minimalwert, Maximalwert, vorher habt ihr ein Lineal gemacht, dann eine Linie für den Zentralwert der unteren Werte, eine Linie für den Zentralwert der oberen Werte. Da aus der Mitte macht ihr ein Rechteck oder ein Viereck und dann verbindet ihr die Antennen und zum Schluss zeichnet ihr noch den Gesamtzentralwert ein. Es gibt dann noch eine Besonderheit und zwar manche Lehrer möchten, dass ein roter Punkt gesetzt wird und zwar genau da, wo der Durchschnitt ist. Ich habe das in diesem Beispiel weggelassen, im nächsten Beispiel machen wir das. Okay, das war Beispiel 1, sozusagen die einfache Variante. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. So, jetzt machen wir das zweite Beispiel. Und wir haben wieder eine Klassenarbeit. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Angebot. Und dieses Mal, damit wir eine ungerade Zahl von Werten haben, haben wir 3 Einsen. So, ich mache es diesmal auch so. 3 Einsen. Wir nehmen 4 Zweien, wir nehmen wieder 7 Dreien, wir nehmen aber dieses Mal 4 Vieren, 2 Fünfen und eine 6. Macht in Summe dieses Mal 21 Werte und als allererstes machen wir wieder die Rangliste. So, Rangliste. Und das ist genauso wie beim ersten Beispiel. Wir schreiben jetzt die Werte von klein nach groß auf. Also 1, 1. 1 und dann 4 Zweien, 2, 2, 2, 2, dann 3 mal, gar nicht wahr, 7 mal die 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann 4, 1, 2, 3, 4, dann 2 Fünfen, 1,
2 und eine 6. Sollten jetzt 21 Werte sein. Und zählen wir sie eben nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Passt, wir haben alle Werte. Kontrolliert das ruhig vorher. So, jetzt zweiter Schritt, genauso wie gerade eben den Zentralwert. So, und der Zentralwert ist der Wert in der Mitte. Und weil wir jetzt 21 Werte haben, ist der Zentralwert in diesem Fall der 11. Wert. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ich mache da jetzt ein Kästchen. Das heißt, total einfach, der Zentralwert, Gesamtzentralwert, der ist 3. Ich schreibe es jetzt mal ganz eng hier hin, nur abgezählt und fertig. Und jetzt ergibt sich, und das ist jetzt anders als gerade eben, dass wir jetzt beim unteren Quartil und beim oberen Quartil ja gar nicht wissen, was wir mit der Mitte machen. Und die Antwort ist, die Mitte lassen wir aus. Also dieses hier jetzt. Bis dahin, das ist jetzt das untere Quartil und das hier, das ist das obere Quartil. Und jetzt machen wir genau so weiter wie gerade eben. Dritter Schritt ist jetzt Zentralwert und dann kürzen wir mal ab U. Q vom unteren Quartil. Und das sind jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Werte. Und ihr erinnert euch noch, bei der geraden Anzahl von Werten nehmen wir beide in der Mitte. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6, also die beiden. Dann ist das also 2 plus 2 durch 2. Also ist das eine 2. Und dann machen wir den Zentralwert. Zentralwert oberes Quartil. Und dann sind das hier auch 10 Werte, also auch die in der Mitte, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6, also die beiden hier. Und dann ist das 4 plus 4 durch 2 und dann ist das 4. So, und jetzt können wir wieder den Boxplot zeichnen. Als erstes wieder genauso wie gerade eben ein Lineal. So, ich fange immer gerne bei 0 an. Ihr müsst aber letztlich das Ganze anpassen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist egal, es geht halt weiter, ne? Okay, so, dann haben wir gesagt, als allererstes zeichnen wir den Minimalwert ein. Und den kleinsten Wert, den wir haben, das ist die 1. Dann den Maximalwert, das ist die 6. Nun zeichnen wir den unteren Zentralwert ein. Das haben wir gerade gemacht, ausgerechnet. Das ist die 2. Dann den oberen Zentralwert. Das ist die 4. Okay, dann haben wir gesagt, in der Mitte machen wir daraus ein Viereck oder ein Rechteck. So. Und wir verbinden die Antennen. So. Und so. Und ganz zum Schluss mit roter Schrift machen wir den Gesamtzentralwert, das war eine 3, und den Strich ziehen wir hier. So, und jetzt wären wir wieder fertig, aber jetzt kommt noch die Sache mit dem roten Punkt. Und die Sache mit dem roten Punkt, das ist der Durchschnitt. Machen wir jetzt. So, schreiben wir es kurz auf. Wir hatten die 1 dreimal, wir hatten die 2 viermal, die 3 hatten wir 7-mal. Die 4 hatten wir 4-mal, die 5 hatten wir 2-mal und die 6 hatten wir 1-mal. Ist jetzt ganz egal, ob wir es mit oder ohne Taschenrechner machen. Fassen wir es eben zusammen. Also 3 plus 8 plus 21 plus 16 plus 10 plus 6 und das Ganze geteilt durch 21, weil es waren 21 Arbeiten. Macht einen Schnitt von 3,047, gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma, 3,05. Also Durchschnitt, ihr kennt das Zeichen, dies hier, Durchschnitt 3,05. Das betrachten wir nur als Nebenrechnung. Okay, zurück zum Boxplot. So, und einige Lehrer, die möchten, dass man den Durchschnitt in Form eines roten Punktes noch mit einzeichnet. Und das wäre in unserem Fall, ich sag mal so ganz vorsichtig, hier. So,
Und dann wäre der Boxplot jetzt auch fertig. Fragt vorher in der Schule einmal nach, ob Sie eine Beschriftung haben möchten, wie unteres Quartil, oberes Quartil. Meistens wird aber einfach nur so gezeichnet. Wichtig ist, die reine Zeichnung reicht nicht aus. Sie ist immer in Verbindung mit einem Lineal, also mit einem Maßstab. Okay, jetzt habt ihr beide Beispiele zum Boxplot gesehen, also die mit den geraden Werten und die mit den ungeraden Werten. Eins von beiden kommt gerne in der Klassenarbeit dran. Okay, das war's.